Hallo liebe Leute, willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile, Atlas of Worlds. Wir haben ja das letzte Mal richtig schwere Maps gemacht, jetzt muss ich wirklich mal wieder ein bisschen drunter kommen. Ich habe zwei Items noch gefunden, Magic Find, ich habe einfach in Akt 3 und Akt... in Akt 4 und Akt 2 Magic Find gemacht und habe den Crackhead gefunden. Ein Stun-Bild wäre nicht schlecht. Aber vor allem Physical Damage ist schon gut, he? Und die Blood Dance Schuhe. Das ist wirklich ein super Schuh für zum Beispiel, ja, was können wir nehmen? Baracke, hä? Auf jeden Fall bin ich so ein bisschen am Denken, jetzt mal ein Baracke-Bild machen oder etwas Ähnliches. Weil wir haben schon gute Sachen. Bögen und so weiter. Zum Beispiel, ah nein, nicht die, die da, hä? Die Rüsse hier nehmen. Und ja, dann die Drillneck oder so. Und auf jeden Fall irgendwie so etwas zu machen und das im Livestream. Ich gehe auf Twitch livestreamen jetzt, weil YouTube einfach nichts unlockt, beziehungsweise wisst ihr, es schauen immer viele das Path of Exile Let's Play. Wirklich super toll. Auch lange. Also sie schauen es durch, die Videos und so. Das finde ich wunderbar. Aber in einem Livestream merke ich, die Leute haben keine Lust. Dann schaue ich ja woanders, wo es einfach mehr Übersicht gibt und man es eher sieht, oder? Auf YouTube hast du immer tausende Videos, tausende Livestreams. Das siehst du nicht, wenn ein Path of Exile Video kommt und wird auch nichts angelockt und ja, schreibt auch niemand und es ist ein bisschen langweilig für mich. Deshalb gehe ich auf Twitch und lade es hier auf YouTube hoch. Gut, die habe ich verloren heute. Die Mission war extrem böse, es war Vulnerable Fluch und Elemental Weakness Fluch und ich bin nach jedem Schuss gestorben. Also es waren sehr viele schießende Projektile überall, weil es glaube ich noch multiple Projektiles war. Hier habe ich gewonnen, das war easy. Und ich war hier. Ich war hier. Und hier in den also in der Wahlpyramide. Und beim Boss Wall Oversoul habe ich die Schuhe gefunden. Und hier im Dread Ticket den Köche, genau, die Köche sind es gewesen. Ja, und jetzt, oh, da kann ich noch ein paar Sachen rausnehmen. Im großen Reinsortieren habe ich manchmal schon ein paar Probleme, weil ich es zu hastig mache. Auf jeden Fall habe ich jetzt wieder den Item Rarity rausgenommen hier und Concentrate Effect wieder reingemacht. Jetzt machen wir eine Tier 3 Map, hä? Der Marsch ist langweilig. Arid Lake. Ranged Monsters, oh je. Oh je, das wird schwer. Aber machen wir. Ich hab Lust. Arid Lake ist... Da haben wir noch nicht. Wenn wir das schaffen, das... Das ist gut. Schön, schön. Water vanishes. So. Ah, das ist Stronghold. Ich habe irgendwie 6 mehr Stronghold. Boah, ist das... Sind die stark? Ich muss... Gott, oh Gott. Ich bin böse am Arsch hier. Oh nein, was passiert dann in der Strongbox? Voll die falsche Map gewählt. Beziehungsweise sie ist schlecht gerollt. Ich soll sie manchmal überrollen. Es geht so schwer. Sowas von böse, Dinge. Ich bin so squishy. Ich habe den Charakter
gestalten wollen, aber ja, die Dinge schon zu nehmen, das ist böse. Okay, das geht jetzt mal gut, aber das ist ein schwacher gewesen. Ah, das ist der ausgetrockene Fluss, hä? Das heißt er jetzt Arid Flake. Nicht Fluss, See, also ich kannte die Map, ich glaube die heißt hieß auch Arid Lake, aber ja, auf jeden Fall ist es schon interessant und halt bekannt, bisschen geändert. Ja, schauen wir mal, ja. Auch ein großes Problem ist halt, Fraps nimmt nicht direkt immer sofort alles auf. Ja, es hat einfach Probleme hier in Path of Exile, Minilex oder keine Ahnung. Schon heftig. Ja, ihr seht, das ist heftigst. Mir auch nicht leicht. Es ist fast nicht zu spüren, es ist meistens da, wenn ich nur herumlaufe. Mit Livestream habe ich es getestet. Im Livestream hatte ich das nicht. Ist einfach relativ scheiße. Aber, naja. Kann man nichts machen. Fraps ist alt, es gibt keine besseren Aufnahme-Software. Beziehungsweise nur extrem teure. Deshalb nein. Ich habe Fraps damals gezahlt, dass es noch relativ günstig war und hab's dann nie mehr ja, zahlen müssen oder so. Schon gut. Aber heutige Aufnahme Programme müssen natürlich monatlich oder ja, jährlich gezahlt werden. Nein, danke. Ich hatte 2007 GTA San Andreas Videos gemacht und dadurch habe ich das Fraps schon gehabt. Er hatte keine Chance, wie... Hat der Totem nicht platziert? Mist. Einfach mal keine Chance. Wieso kommen dann plötzlich von oben auch noch, wenn man doch... oben durchgeht, das ist unfair. Manchmal ist wirklich Parfurexel unfair beim Gegner platzieren. Kann doch nicht sein, dass von überall Monster plötzlich kommen können. Nicht laggen, bitte. Tja, aber hier haben wir schon mal einen gelben. Ja, da kommen noch raus. Die machen fett Damage. Geht nicht, kommt nicht raus. Heftigst. Ich verliere so viel Mana. Voll wieder am... Wie sagt man? Genervt sein, so richtig hoch. Sauer, sozusagen. Sauer. Ich bin sauer einfach. Ich bin das Spiel richtig gemein. Ich bin sauer auf dieses Spiel. Aber eben, das will man ja. Viele Spieler wollen das ja, dann muss ich das auch aushalten. Naja. Die Entwickler sind halt schon ein bisschen böse. Nicht treffen. Also das war mir jetzt mal ein leichter, hä? Schon schwer, weil die Gegner trotzdem noch treffen können. Und wieso bekomme ich nichts Gutes daraus? Gemein. Und eben, ich finde nichts mage. Ich habe sowas von Pech in diesem Let's Play. Also in dieser Season habe ich nur Pech. Ja, genau. Haut ab. Wo sind die zwei?
Fuck. Genau, da kommt der andere. Das kann man auch machen. Das ist das Gift. Oh, ein Tobasring. Noch ein. Noch mehr. Sind es zwei oder ist das nur ein? Böse. Hecht böse. So, mal ein bisschen fokussieren, hä? Prima, noch ein. Da. Noch eine Fallenstellerin. Oder ist das die... Ist das der Boss? Könnte es... Oh nein. Aber Probacy. Vielleicht zweimal... zweimal, also zwei von dem... Von der Kiste, von der Strongbox. Und nochmal zwei von der Probacy. Das ist ja Wahnsinn. Heftigst. Shit. Jetzt nehme ich die Zweihandwaffen nicht mehr, sondern die Bögen. Da muss ich jetzt wieder ein bisschen umgestalten. So. Okay. Sonst haben wir hier nichts mehr. Haben wir den Ring eingesammelt? Ich vergesse. Tobas Ring könnte etwas mit Blitz sein. Vielleicht Umwandlung in Blitz oder so. Wäre schon nicht schlecht, hä? Schauen wir mal. Tobas Ring. Kenne ich gar nicht, das ist aber nicht so gut. Den kenne ich gar nicht, das ist neu. Es gibt relativ, ja, nicht ganz so viel neue, aber ja. Ich finde sie irgendwie immer, die neuen Sachen. Beziehungsweise einfach, ich komme es halt nicht so mit. Ich bin nie einer, der sich informiert über Games. Ich lerne immer alles über, ja, Fans, über... Über Leute, die zum Beispiel Videos machen, oder? Ja. Wahrscheinlich später nur noch über die Fans, wenn die Fans dann schreiben. Genau. Jetzt muss ich hier schon kämpfen. Nein, nicht wirklich der wieder. Das ist ein Mist. Der ist aber anders. Der macht zweimal Giftschaden. Oder doppelt so viel Giftschaden. Aber er macht, ich mache viel Damage. Das ist gut. Dann haben wir die Map abgeschlossen. Schön, schön. Drapidroa. Malicios Geminiklau. Nicht so etwas, was ich gebrauchen kann. Too much clutter. Ja, ja. Mist. Schrott. Ja, so, das ist schon gut, aber nicht mein Spielstil. So viel Defensiv ist für mich nichts. So etwas wäre noch toll. Also, was haben wir noch hier? Das Spirit Sheet. Also, dann haben wir das hier, hä? Da oben haben wir irgendwo noch, genau. Hm. Also, dann gehen wir nach oben. Der Löwenkopf sieht schon geil aus. Ich nehme ihn mal mit. Oh, ein Obstcoin. Auch hier. Nicht der immer umskillen muss. So.
Ja, toll. Aber ein Domination. Ja, prima. Sind wir nicht mehr gestorben seit dem Überfall von jeder Seite. Auch das Gefühl, dass man richtig knockbacked wird von den Gegnern hier. Ist schon ein bisschen schwer. Also man braucht mehr Monster. Zischt ab. Ihr habt hier nichts verloren. Weg. Okay, das sind jetzt alle extra Strongboxes gewesen. Prima. So. Ein Episode X. Tja. Leider blau. United. Der Rest? Oh, kommen sie. Heftigst. Machen mir noch Angst. Aber wie viel wie viel Gelbe gibt's noch? Jetzt kann ich nicht mal die Farbe sagen. Nein, nein. Und sowas von vergiftet. Ich mach so viel Damage. Das ist ja genial. Ist. Sogar gelbe Gegner mit One-Hit tot sind. Da kommen einfach noch andere nicht von der Tür. Heftigst. Tja, das macht schon wahnsinnig viel. Frust, so viel mehr Gegner auf einmal. Einfach mal so besiegen, ohne Tod. Der regt auch auf. Braucht mehr Cast Speed voran. Da sind die Bösen, die mich getötet haben. Frust. Frust mit Eier. Haben wir alles? Ich möchte noch ein bisschen Erfahrung. Leider haben wir auch schon 22 Minuten. Wo könnte es noch Gegner geben? Ach, nicht den falschen Knopf. Da unten vielleicht. Da ist das Ende, hä? Chest. Da haben wir noch Gegner. Das ist auch fertig, hä? Prima. Also jetzt haben wir eigentlich ja eine gute schwere Map ohne Probleme gemacht. Also. Schrott. Naja, Schrott. To attack, ich möchte Fire Damage to Space. Oh. Das lagern wir. Wir machen sicher ein Crit-Bild bald, also vielleicht eben ein Feuerball-Crit-Bild mit Brandschaden. Wenn es nicht genervt wird.
noch gebrauchen. So. Das ist schon heftig, hey. Ständig müssen wir irgendwas lagern. Vor allem jetzt mal. Karte reinlegen. Ein Blau ist hier oben. Da. Dann zum Magier, der ist 7, hä? Und der ist 6. Prima. Da müssen wir bald ein zweites machen. Ein Iron Commander gibt es den Build of the Week. Den möchte ich unbedingt machen, wenn ich mehr Zeit hätte. Wenn ich mal richtig livestream-freudig bin, dann mache ich den Bild mal. Aber der wird wahrscheinlich schon wieder schlecht dann sein. Ach man, ich liebe den Exalted Orb. Ich hatte irgendwie 4 oder 5 Stück gefunden. In der letzten Season nur. Ich bin so glücklich gewesen. So, machen wir noch kurz die Höhle des weißen Bären. Und dann ja, wünsche ich euch einen schönen Tag. Ich habe ein schönes Wochenende. Und ihr hoffentlich auch. Und ja, viel Spaß noch mit anderen, mit Gamen, mit Videos schauen. Und alles drum dran. Also ich bin jetzt wirklich wieder aufgestellter geworden. Ich habe mich einfach ein bisschen ausruhen müssen. Ein bisschen den Frust wegradieren hier. Auf Exile. Ja, bin einfach nach dem Video früh morgens rausgegangen in eises Kälte. Wir haben richtigen Frost auf den Straßen gehabt. Und ich bin einfach dann gerannt in Straßen entlang. Und als ich dann wieder müde war, habe ich dann wirklich einen super Sport. Das war es mir wirklich wieder super. Das hilft immer. Einfach mal ein bisschen weg. Ein bisschen austreten. Ein bisschen einfach durch die Gegend rennen. Manchmal gibt es nichts Besseres, um euch einfach die Seele befreien zu können. Nicht immer am Payzog. Ja toll, wo ist er jetzt? In der Höhle wieder mal. Lol, das ist schon hier oben. Wie komisch ist denn diese Map? Okay, ich mache... Ja, wir machen noch ein bisschen. Ich merke gerade, es ist der 26, also es geht hier nicht so schnell durch. Wenn man nicht so konzentriert ist. Hm. Ja, und schreibt mal in die Kommentare, dass ihr euch die Videos anschaut. Ich will mal wissen, wer es ist, also... Es sind mehrere Leute natürlich. Es ist wirklich toll, dass meine Videos endlich mal genug angeschaut werden. Man hat immer so das Gefühl, man ist so ein bisschen demotiviert, wenn man meine Videos schaut. Es ist einfach so, dass man halt eine neue Stimme kennenlernt und einen Dialekt, der man halt sehr wenig kennt. Und das macht halt immer das Video halt ein bisschen weniger anschauvoll. Also man kann das Video weniger gut anschauen. Und das ist für mir völlig klar, klar. Aber das ist eben für mich auch schwer. Und deshalb finde ich jeden Menschen hier auf meinem Kanal gut, der meine Videos schauen kann, auch kommentieren kann. Und ja, auf jeden Fall freue ich mich. Sowas von tierisch dafür. Und ja. Ihr dürft mit mir immer etwas diskutieren. Ich habe das sowas von gern. Wenn jemand mit mir plaudert. Und ja, Livestream gucken. Das ist genauso wie das Let's Play, auch so wie jetzt. Ich tue reden. Ich tue
Sachen erzählen. Ich mache sogar Rollenspiel manchmal und alles Mögliche. So, no loose ends merciless. Komplett. Jetzt schauen wir noch kurz, was das genau ist. Man kann leider nicht hier direkt drauf. Jetzt muss ich schauen, wo das war. Events. Nein, Events ist das nicht. Ja, toll, aber... wo haben wir das gefunden? Im Shop ist es auch nicht. Tja. Ah, Challenges, stimmt, ja. Challenges. Tja, aber welches habe ich denn? Dream with a Dream. Was ist denn das? Also in einer Unique Map muss ich eine Unique Map droppen. Oh Gott. Capture a Flag. Welche Flag? Ah, das sind die Runs immer wieder. Ja, das kann ich nicht nehmen. Ja, das brauche ich noch wahrscheinlich 1000 Jahre. Ja, das warte ich ja darauf. Tja, all Airs. Oh Gott. Locomans. Ja, das nehme ich ja. Da brauche ich noch 3, okay. Ja, das machen wir dann im nächsten Part, hä? Nein, Hardcore kann ich nichts abschließen. Ja, ich will ja auch nicht alle. Ich will eigentlich sehr wenig, hä? Ich will eigentlich die Footprints und das andere, aber das letzte brauche ich nicht. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, komm. Kurz noch die Quest auf. Sonst bin ich ja wieder der Böse. So. The White Bee. Nehmen wir Rustic Sash. Für den anderen Charakter. Tschüss.